Hi Leute, ich bin's, Andrea. Hi guys. Ich werde euch heute nochmal ein Projekt zeigen mit einer der drei, oder nicht 3D, das sind die einfachen Embossing-Folder hier von Crafters für das Weihnachten und habe mich dann jetzt hier mal für diesen sogenannten Rahmen entschieden. Ich fand den sehr hübsch. Ich finde die sowieso sehr hübsch, diese Folder. Ich bin ja sonst einfach nicht so ein Typ dafür, aber die sind so zart und so einfach so wunderschön. So, was ich hier mache, ist, ich benutze die Harmony Inks vom Spectrum Noir und benutze hier erstmal die Blautöne. Ich habe die drei Blautöne hier und zum Schluss gibt es dann noch passend dazu, die Kombination finde ich immer sehr schön, das Violett. Und ganz zum Schluss verblende ich dann alles. Das geht wunderbar mit den Dingern. Geht zum Schluss nochmal mit dem ganz hellen drüber, um ganzen Ränder zu verblenden. Einfach super. You know, I'm using here another of these embossing folders from Crafters with this beautiful frame. And this year I really think they are so beautiful. They are so gentle and so light and so detailed, really like them. And I go over here, that watercolor paper actually, embossed it and go over with the Harmony inks. You might wonder why I not putting that into the middle, because I will cut that out. So why should I colorize it? So I sprayed a bit of water on top to distress it a bit. And on the frame, I will dab over very slightly with my finger and with this Gilding Wax from Pepeo in Silver. Ich habe jetzt hier, ihr seht, in der Mitte habe ich nicht geinkt, weil ich das ausschneiden werde. Nicht, weil ich jetzt kein Ink mehr hatte, sondern ich schneide das aus. So, was soll's. Ich werde aber erst hier den Rahmen schön mit Pepeo Gilding Wax bearbeiten. Ganz, ganz leicht auf meine Finger. Deswegen habe ich hier erst Kraftmatte gepackt und ich tupfe meinen Finger da jetzt ganz leicht rein, damit also wirklich das meiste auf diesen erhabenen Flächen bleibt. Natürlich kriegst du auch immer was in den Hintergrund, das ist normal. Aber ich denke mal, das gibt noch so einen zusätzlichen Distressy-Effekt. Ich finde das ganz schön. Und ich werde jetzt alles mit dem Exacto Knife, cut it away. Ich schneide es hier aus mit dem, was auch immer, Messer. Mit dem Messer, mit dem sehr, sehr scharfen Messer. Ja. So, I'm cutting everything off here with the X-Acto knife. And even there, it was tricky because this little bridge, what stands or what's left then, is so, so fine. It can tear easily. And I've torn one, but I could manage to repair it without that you can see it afterwards, of course. Okay. So, after I've cut everything out, I will of course go over the edges again to black it so that I get more depth. And I don't, you know, when you have these wide edges, white is letting everything stand out more, and black is, or this dark, I use the dark colors here, it's more diffuse, so it looks like it has more depth. So, that's why I do it. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen mit den die Kanten nochmal nach kolorieren, weil wenn ich mag das nicht, wenn das weiß bleibt, das hat einfach so scharfe Kanteneffekt. Wenn das eine dunkle Farbe ist, dann sieht das einfach diffuser aus und du kriegst mehr Tiefe da rein. Ja, habe ich schon mal gesagt mit dem Beispiel der schwarzen und der weißen Hose. Das ist der Grund, warum wir in der schwarzen Hose alle schlanker aussehen. Ich baute jetzt noch einen Hintergrund und wollte den natürlich auch festiv haben. Darum benutze ich hier diese Starlights, Metallic Paints hier von Imagination Crafts. Und in ganz hellem Blau wollte mich da so ein bisschen in. Ich wollte Ton in Ton bleiben. Und natürlich wird der Rahmen von mir jetzt in 3D draufgepackt. I needed a bit of a background there and I wanted to stay in this. Yeah, festive, sparkly way. So that's why I use the Starlight paint, the metallic paint from Imagination Crafts. And of course, I stayed in the color family. A light blue. It's more a mint, isn't it? So I use this 3D tape to have more dimension because I will put some more stuff in.
And for that I use stamp. I will put it on cardstock first, of course. It makes my life easier. But I will put some Christmas baubles on. I have to colorize them and put them on. That was a stamp set Sarah brought with her a while ago. That was the first, I think it was in July, the first Christmas show, I can't remember. And of course I try here to pick up the colors I already had laying down to get a nice matting effect. Ich habe jetzt hier erstmal, mache ich die Karte soweit fertig. Ich werde noch etwas in die Mitte hängen natürlich, wollte aber erstmal alles soweit fertig machen und habe jetzt erstmal die Farben aufgepickt, die ich so auf der Karte schon hatte, um dann eben diesen Matting, also auf den Hintergrund, Layering, ja, Laying auf Cardstock zu legen, ja, wie ihr seht. Und ich mag das immer ganz gerne, wenn sich das wiederfindet in den Karten. Es sieht auch einfach schöner aus. Und mache das dann aber auf Kraftpapier. Ich liebe das einfach auf Kraftpapier. Das hat eben so was Elegantes und dann eben das Kraftpapier hat so was Roughes. Und das finde ich einfach super schön. So, und das sind hier diese Weihnachtskugeln. Da hatte ich leider keine Stempel, sondern nur Stempelabdrücke von meinen Kollegen. Die hat die Sarah mal mitgebracht im Juli. Das war die erste Weihnachtsshow auf QVC. Und da hatte ich leider auch nur Abdrücke, weil die Stempel waren noch nicht so weit, als wir angefangen haben, fertig mit den deutschen Sachen. Und ach ja, da mussten wir uns das alles teilen. Aber ich finde diese Baubles, also das Set fand ich sowieso sehr, sehr, sehr schön. Das war wirklich toll. Einige von euch werden bestimmt das gesehen haben und werden sich die bestellt haben. So, wir haben keine. Oder ich zumindest nicht. So, ich habe die hier mit den Metallic-Markern koloriert. Das wollte ich jetzt nicht so weit führen. Das sollte nicht schnell gehen. Aber die sind so klein und so fummelig. Da mache ich jetzt keinen riesen Kolorierungszirkus mit. You know, these baubles are so small. I'm not doing the fuzzing around, you know, colorizing them. I used my metallic marker, but I, of course, no shading, nothing. So that should be enough. And I hung them up there. And I think that's exactly what it needed. I really like this one. I wanted to have that very close to the other one. Yeah, it's a nice balance. Doesn't look so static. So. And now, of course, the German sentiments. Ich habe jetzt hier dieses deutsche Sprüche-Stempelset, das passend eben zu diesen 3D-Foldern bringt Sarah das noch mit. Die gehören dazu zu dem Set. Und da gucke ich jetzt, auf welchen ich am besten nehme. Ich möchte gerne einen ganz langen haben. Problem ist, habe ich nicht. Ich möchte den jetzt über die komplette Länge haben. Und da gibt es natürlich einen ganz einfachen Trick. Ich baue mir das so, wie ich das brauche. Und ihr kennt das, ihr habt das sicherlich schon öfter gesehen bei mir. Ich stempel das oder ich klebe das ab, was ich in dem Moment nicht haben möchte, stempel dann und dann klebe ich den anderen Teil ab und stempel das, was vorher noch nicht drauf war. Ihr werdet das sehen. Ich nehme hier speziell einen Stempelpositionierer, Stempelplattform, wie auch immer. You know, I looked for a long sentiment. I wanted to have the sentiment on the whole card from the left to the right. But of course, I didn't have a long one like that. So that's what I always do then. I make my own. It's so easy, you know. You can see what I do here. I cover first what I don't want. And then I cover the part on the upper side, on the bottom, on the top. I don't know, the upper side, on the top. And that works quite well. So in that way, you can stamp, you know, a cluster stamp like that in a way you want. That's, you get far more usage out of that, I think. Okay, jetzt noch die andere Seite. Ich habe das hier jetzt ein bisschen langsamer, jetzt nicht so extrem schnell, damit das alle sehen können, auch die, die das noch nicht kennen. Das ist natürlich ein Trick, den kennen viele, aber es gibt immer wieder Leute, die es nicht kennen. Darum zeige ich das jetzt ganz einfach noch langsamer.
Und natürlich koloriere ich das, weil so ganz weiß gefiel es mir dann nicht. Und ich benutze wieder meine drei Farben hier mit dem Blau, Hellblau und Mittelblau und dann noch ein kleines bisschen von den violetten Tönen. Dann mache ich einfach nur noch ein bisschen Schwarz um die Seiten und das war's dann schon. Und das klebe ich dann natürlich auch wieder dreidimensional auf meine Karte. Und ich schneide sie noch ab, weil mir gefällt es dann so nicht. Und letztendlich ist es ja völlig wurscht, weiß ja keiner, wie groß die Karte sein sollte. Ich mache das öfter mit meinen Karten. Ich verschicke die dann auch so. Ich modifiziere mir meine Umschläge dann ganz einfach. Mir macht das nichts. Okay, so, bit of black edging, you saw that, and I glue it down dimensional, and that's it. I will cut off a bit of the card because I liked it much more. And that's the close-up coming already. So, guys, thanks a lot for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be nice as well. So, I hope I will see you soon with my next video. And until then, I wish you a fantastic time. Bye-bye. Ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und auch ein Kommentar wäre total schön. Würde ich mich drüber freuen. Und ja, vielen Dank nochmal. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.